Herzlich willkommen im Etihad Stadium, liebe Fußballfans. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Begegnung. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Heute sind wir zu Gast bei einem Spiel aus den Online-Saisons, in dem der vorzeitige Aufstieg geschafft werden könnte. Manchester City gegen Paris Saint-Germain. Sie bräuchten heute einen Sieg, dann wären Sie vorzeitig aufgestiegen. Die können es gar nicht mehr abwarten, wollen loslegen. Sie wollen zeigen, dass sie in eine höhere Division gehören. Hier die Startaufstellung von Manchester City. Ederson heißt der Torhüter. Ruben Dias spielt mit Aymeric Laporte in der Abwehr. Bernardo Silva steht mit Kevin De Bruyne auf den zentralen Positionen. Und im Sturm ist Erling Haaland. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Tolle Parade hier von Donnarumma. Ecke in die Mitte. Oh, jetzt wird's schwer. Also nach diesem Gegentor fehlen Ihnen jetzt schon zwei Treffer, um heute doch noch vorzeitig aufzusteigen. Und die Frage sei erlaubt, was ist mit denen los? Warum kommt da heute ausgerechnet so wenig? Also ihr könnt es gerade selbst nicht glauben. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Bernardo Silva, das Tor, Volley genommen. Ganz starke Szene. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst setzt sich Erling Haaland durch und dann ist es Bernardo Silva, der aus nächster Nähe verwandelt, nutzt diese Chance eiskalt. 2:0 steht es hier, sie machen einen guten Eindruck. Bernardo. Machen sie jetzt gut. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach, der war wirklich gut. Jetzt Eckball. Weiter gefährlich. Da muss er sich gar nicht groß anstrengen. Aber vorher natürlich Riesenparade. Die würde ich mir gerne nochmal anschauen. Die war unfassbar. Sie machen schon sehr früh Druck. Die Balleroberung. Lionel Messi. Jetzt kommt der Schuss. Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer. Dann haben sie den Ausgleich. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Sie unterstützen gut. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ballverlust durch Walker. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. De Bruyne, das muss es doch sein. Kein Problem für Donnarumma. Leo Messi an den Pfosten, aber immer noch Gefahr. Er kann abwehren. Elfer für PSG. Und jetzt gibt's Elfmeter. Und gelb für das Foul auch noch. Das soll jetzt der Ausgleich werden. Diesen Elfmeter lassen sie sich nicht nehmen. Der Fußball und seine Geschichten, sie waren schon weg, das Ding war durch, aber sie kämpfen sich zurück und schaffen hier den Ausgleich. Bernardo Silva, da ist De Bruyne, sie gehen dazwischen. Der nächste Angriff der Citizens. Und sie machen nichts aus der Chance, Ball ist weg.
Joao Cancelo. Der Ball wird geblockt von Ramos. Und das gibt Ecke. De Bruyne führt diesen Eckball aus. Aber dann fehlt da so die letzte Konsequenz. Chance zur Führung. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Super Pass jetzt. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Ah, auf den ist einfach Verlass. Viel Platz für den Konter jetzt. Super durchgesetzt. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Jetzt hat Messi Platz. Flanke von Lionel Messi. Abgefangen, gut gemacht. Und jetzt ist der Ball geklärt. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Messi. Manchester City erhält den Freistoß. Keine Karte, hätte ich nicht gedacht. Sah schon relativ grenzwertig aus. Ah, harte Aktion, ist das vielleicht sogar rot? Das Spiel ist so ausgeglichen. Jetzt mal gucken, inwieweit dieser Platzverweis in den Spielverlauf eingreift. Völlig korrekt, Wolf. Bisher gab es hier kein überlegenes Team. Und das ist natürlich jetzt die große Chance für die Mannschaft in Überzahl. Lässt sich nicht vom Ball trennen, Mbappé. Mbappé. Ah, fast das Tor. Ballverlust Manchester City. Es gibt den Freistoß. Die Schiedsrichterin ist da knallhart und das ist eine richtig gefährliche Situation. Gut geklärt, das war wichtig. Jetzt De Bruyne, Fehlpass. Mbappé. Da haben sie den Ball. Fabian. Jetzt die Flanke auf Mbappé. Ball geht an den Pfosten. Zur Pause sind die Fans hier alles andere als zufrieden. PSG hier mit dem Anstoß. Der zweite Durchgang läuft. Guter Pass jetzt. Da ist die Chance. Aus nächster Nähe die Großchance, aber Ederson ist zur Stelle, verhindert den Treffer. PSG mit der Ecke, gute Gelegenheit vielleicht zum Führungstreffer. So, kein Grund zur Aufregung. Kopfball geht neben das Tor. Also über einen Mangel an Torchancen kann sich niemand beschweren. Beide immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Steht unentschieden, es ist alles offen. Auf ihn ist Verlass, schöner Block. Da gewinnt er den Zweikampf. Er zeigt vollen Einsatz und blockt auch diesen Schuss. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Platz zum Kontern. Steilpass von Bernardo Silva. Es gibt den Elfer für Manchester City.
Es gibt Strafstoß und die rote Karte. Und das könnte die Führung sein. Sie müssen jetzt richtig aufpassen. Die Chance jetzt zur erneuten Führung. Nicht gut genug hier, der Elfer von De Bruyne. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Erstmal Ballverlust. PSG über außen, da ist Platz. Jetzt die Flanke auf Mbappé. Da hätte mehr draus werden können, sah gut aus. Und da ist der Ball wieder bei PSG. Messi jetzt. Und jetzt De Bruyne. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Es gibt den Vorteil für Paris. Aber dieser Vorteil wird abgepfiffen, wird hier also Freistoß geben. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Chance zum Konter jetzt. Grealish. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Da macht er zu, Donnarumma. Schöne Aktion, Steilpass. Ja, das ist abseits. Klarer Fall, Wolf, haben wir gesehen. Der Steilpass kommt den Tick zu spät. Wenn er früher kommt, dann wird es richtig gefährlich. PSG mit dem Wechsel. João Cancelo. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Ah, gefährlicher Steilpass, aber ganz knapp abseits. Ja, die Entscheidung hat hier nicht nur Fans, Wolf. Aber sie ist richtig. Das waren Zentimeter. Es können sich alle wieder beruhigen. Es war okay. Bernardo mit dem Ballverlust. Ganz sicher zurückgespielt. Ruben Dias. Kein guter Pass. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Sie haben den Ball. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Tor, da ist es. Das Tor können sie überhaupt nicht gebrauchen. Denn damit fehlen ihnen schon zwei Treffer zum Aufstieg. Ausgerechnet heute, an diesem letzten Spieltag, droht ihnen diese Partie hier zu entgleiten. Boah, das wäre bitter. Vielversprechender Steilpass. De Bruyne. Nicht ungefährlich, aber der Ball ist erstmal weg. Soler. Manchester City auf dem Weg zum Tor. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Das ist jetzt eine Chance. Gefährlich, immer noch. Tor! Noch reicht das nicht für den Aufstieg. Aber wir spüren, die Hoffnung ist wieder da. Jetzt müssen sie dranbleiben, müssen das Momentum ausnutzen. Ein Sieg und dann ist es das. Jetzt schnell noch einen Treffer nachlegen. Und sie kommen hier zurück. Das war der Ausgleich zum 3:3. João Cancelo. Vielleicht jetzt nochmal Man City. Schaffen sie noch den entscheidenden Treffer.
Nee, Ballverlust. Mbappé. Das macht er gut. Der Lupfer jetzt. Da ist das Tor. Unheimlich wichtiger Treffer. Ja, sie werden jetzt aufgestiegen, aber sie müssen konzentriert bleiben. Nichts ist erreicht. Es kann noch viel passieren. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann sieht er die Lücke, überlistet den Keeper mit dem Lupfer. Technisch perfekt. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Jetzt haben sie vielleicht noch mal die Chance. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Die Ecke muss gut kommen. Das könnte die letzte Chance sein, hier doch noch auf Unentschieden zu stellen. Ecke kommt ins Zentrum. Da holt er den Ball zurück. Ball wird abgeblockt. Er schießt. Kein Problem für Donnarumma. Stark gemacht, das könnte was werden. Die Chance lebt noch. Das war eine gute Gelegenheit, aber abgefangen. Das war's in dieser Begegnung. Wir dürfen gratulieren. Sie haben jetzt schon den Aufstieg geschafft. Die Freude ist riesig und ich glaube, die können auch eine Klasse höher durchaus einiges erreichen. Sehe ich genau.